Hallo, mein lieber Schütze. Schön, dass du da bist. Liebe Grüße an dich und willkommen zu deiner Liebeslegung für den März 2024. Ich möchte mir anschauen, was zwischen dir und deinem Gegenüber so los ist im März oder auch einem Gegenüber. Du weißt am besten, für wen du schaust. Münzt dir das auch in deine Situation um, ob du jetzt mit dem Menschen zusammen bist oder ob das ein Wunschpartner ist, etc. Wir schauen uns beide Seiten an, die dann auch vertauscht sein können. Und du bedenkst, dass die Legung wie immer allgemein ist und nicht unbedingt alle betreffen muss. Das werdet ihr aber spüren, ob das eure Liebessituation ist. Und wir fangen an mit einer Energie zwischen euch, Schütze. Wie ist die Energie zwischen Schütze und Gegenüber? Was ist da los zwischen euch, Schütze, im März? Eine Hauptenergie, die Störche. Die Störche. Das steht für eine Veränderung, für eine Situation, die sich verändern wird, die sich wandeln wird. Jemand befindet sich im Veränderungsmodus. Vielleicht hat sich etwas in dieser Verbindung verändert oder ist gerade dabei, sich zu verändern. Oder einer von euch beiden hat sich irgendwie geändert, verändert. Das kann auch ein Verhalten sein, was sich dann verändert. Ein Wandel kann das sein, dass sich etwas umwandelt. Ne? Wir gucken mal, Schütze. Was ist denn auf der ersten Seite los? Schütze, Gedanken, Gefühle, Emotionen, Verhalten. Was ist auf dieser Seite los? Im Liebesbereich. Schütze. März. Was ist auf der ersten Seite los? Da haben wir die Hoffnung. Eine Karte für Gegenüber oder wenn du das bist. Was ist auf der anderen Seite los? Stärke. Okay, wir holen uns noch Tarotkarten dazu, bevor es losgeht. Auf dieser Seite Hoffnung. Was ist auf dieser Seite? Die Zähne schläge verkehrt. Und die Stärke auf der anderen Seite. Schütze. Was ist auf der anderen Seite los? Die Stärke. Der Turm verkehrt. Was ist hier denn los? Okay. Wir gucken uns wie immer die erste Seite an, Hoffnung und die Zehnerstäbe verkehrt. Das ist eindeutig, ne? Hier hat jemand eine starke Hoffnung in sich, Sehnsüchte, Hoffnung, man hofft auf etwas, dass auch etwas fallen gelassen werden kann. Hier ist eine starke Belastung zu sehen, die man jetzt endgültig fallen lassen möchte, ne? Diese Verbindung oder dieser Mensch belastet irgendwie, etwas belastet diese Person auf dieser Seite. Man hat die Hoffnung, dass diese Belastung jetzt endlich mal von den Schultern fallen kann. Die möchte jetzt auch endlich diese Last einfach mal fallen lassen. Und vielleicht auch nicht immer die ganze Zeit in dieser Hoffnung feststecken. Die ganze Zeit hoffen, 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 wünschen, 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 warten, warten, warten. Ne? Hoffnung ist ja auch so eine Warteposition. Es geht auch um Festigung. Hier sehen wir auch einen Anker. Ne? Man hofft natürlich, dass etwas fest ist, dass etwas festgemacht werden kann. Man hofft auf Stabilität, sich sicher sein können in einer Sache mit den Menschen. Diese Hoffnung, die man da ständig in sich trägt, ist eine Belastung. Man möchte das endlich abgeben können. So von wegen, ich hoffe, dass mir diese Last endlich mal abgenommen wird jetzt. Gucken wir mal, was die Emotion dazu ist. Hoffnung und die Zähne stehen verkehrt. Schütze, geht ja schnell. Berührung. Noch eine Karte. Schütze, was ist auf dieser Seite los? Eifersucht. Gekränkt sein, okay. Ja, man hofft natürlich auf die emotionale Berührung. Vielleicht hofft diese Seite natürlich auch, dass dieser Mensch jetzt auch einen Schritt auf diesen Menschen zumacht. Ne? Es steht auch dafür, dass diese Situation gerade wirklich innerlich sehr belastet. Ne? Man ist hier gekränkt. Vielleicht spielt da ja auch Eifersucht ein bisschen eine Rolle mit. Aber ich denke, es ist mehr die Kränkung, ne? Diese Last, das kränkt einen, ständig in Hoffnung zu sein, zu warten, auf etwas hoffen, dass sich etwas erfüllt oder dass da auch ein Wandel stattfindet, eine Veränderung. Ne? Kann natürlich auch sein, dass Eifersucht da auch eine Rolle spielt, ne? Was natürlich auch eine Belastung ist, wenn man auch eifersüchtig sein muss. Ne? Vielleicht hat man gar keinen Grund dazu, aber die Eifersucht spiegelt sich hier wieder, ne? Man hat vielleicht auch Angst, dass ein anderer Mensch damit rein interveniert oder eine Rolle spielen könnte. Und man wünscht sich dieses Gefühl,
endlich abzuwerfen, dass das Gefühl auch endlich verändert werden kann, ne? Dass man sich sicher sein kann. Der Mensch wünscht sich auch ganz stark, dass man diese Berührung auch wahrnimmt, innerlich emotional, ne? Emotional berührt werden von diesem Menschen. Was dann damit zu tun hat, dass der Mensch sich dorthin bewegt, ne? Die Störche, Wandel, Bewegung, flexibel zu sein, spontan zu sein. Klären wir das mal auf. Auf dieser Seite Hoffnung, die 10 der Stäbe verkehrt. Berührung und Eifersucht. Schütze, was ist hier los? Aha, ja, Labyrinth und hier die männliche Hauptperson, ne? Man steckt hier fest, man steckt hier im Labyrinth fest, im Irrweg, im Irrgarten. Verwirrung bezüglich dieses Menschen. Der Mensch verwirrt einen total. Man hat auch so dieses Gefühl oder diese Sicht, dass dieser Mensch sich in so einem Irrweg befindet, ne? Der kommt nicht wirklich auf einen zu. Der kommt da nicht wirklich raus. Der geht da nicht wirklich einen Weg irgendwie. Ja, dieser Mensch verwirrt einen total, ne? Was dann auch diese Belastung ist, die man jetzt einfach fallen lassen möchte. Was haben wir denn da im Hintergrund, Schütze? 88, 16. Ja, die Sterne, Klarheit, Griff nach den Sternen, Klarheit. Nicht mehr nur hoffen, sondern das Ganze auch wirklich klar sehen. Etwas klären können, für sich auch etwas geklärt haben. Den Erfolg für sich dann auch sehen, indem man etwas klar sieht, ne? Und diese Last dann auch fallen lassen kann. Ja, also diese Seite hofft ganz stark, dass es da zum Wandel kommt oder dass der Mensch sich verändert, ne? Dass der Mensch sich hierher wandelt sozusagen. Ne? Wir gucken jetzt mal, was auf der anderen Seite los ist. Da haben wir die Stärke und der Turm verkehrt herum. Ja, dieser Mensch lässt total die Stärke raushängen, versucht stark zu sein, versucht stark zu bleiben, etwas zu bekämpfen, als starke Person dazustehen, ne? Autoritär, machtvoll und so weiter. Vielleicht auch irgendwie zu zeigen, ja, ich bin der oder die Stärkere in dieser Verbindung, beziehungsweise ich kann etwas stark zurückhalten. Also eine ganz komische Energie ist das hier, dass jemand auch stark gegen etwas ankämpft. Einfach nur die Stärke raushängen lassen will. So von wegen, ich bleib stark, ich bin stark, ich bleib stark. Ja, ich würde ja auch sagen, hier lässt jemand den starken Macker raushängen, so ungefähr. Und dann haben wir den Turm von der verkehrten Seite, was ja bedeutet, dass sich jemand auch gegen wehrt, zusammenzustürzen, etwas einstürzen zu lassen. Ne? Diese Stärke, die man da entwickelt, die man da zeigt, die man da versucht zu zeigen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Aber innerlich könnte das auch ganz anders aussehen. Man hat Angst, dass etwas hier offenbart werden könnte, ne? Dass etwas zusammenstürzen könnte. Beziehungsweise diese Person hat Angst, sich ein wenig schwächer zu zeigen, also die Schwäche zu zeigen, vielleicht die Schwäche zu dir oder auch eben die Gefühlswelt. Ne? Man versucht da stark etwas zurückzuhalten. Durch diese Stärke, die man da zeigen will oder wo man wirklich versucht, stark zu sein, weicht man einer Sache aus, weicht man einer Offenbarung aus, dass etwas ans Licht kommt sozusagen. Ja, man will etwas einfach nicht einstürzen lassen aus Angst. Es kann auch eine Erfahrung sein, wo man Angst hat vor einer schlechten Erfahrung, dass man erst gar nicht zulassen will, dass diese Erfahrung passiert, die man da machen könnte. So, wir gucken mal, was hier die Emotion ist auf dieser Seite. Stärke und der Turm verkehrt, Schütze. Anderweitig interessiert, was ist hier denn los? Warte mal, ja. Kindlich. Oh Mann. Also, die Person könnte auch so tun, als ob sie an anderen Dingen oder an anderen Menschen interessiert ist. Ne? So von wegen, ja, ach, interessiert mich gar nicht. Ne? Ich schaue dahin. Oder, wie soll ich sagen, die Person könnte aber auch wirklich die Angst haben, dass du anderweitig interessiert bist oder dass es da noch einen anderen Menschen bei dir gibt. Dann haben wir hier kindlich, das kindliche Verhalten, sorglos, spielerisch, das innere Kind. Das ist hier wirklich auch klar ein kindisches Verhalten. Ne?
Stärke zeigen, einfach nur so rauszeigen, wenn man Angst hat, dass etwas einstürzen könnte, etwas verwehren und so weiter, ist wirklich ein kindisches Verhalten. Und auch wenn man so tut, als ob man an andere Menschen oder Dinge interessiert ist, ist auch ein kindisches Verhalten. Und das spiegelt dann auch ganz klar natürlich die Eifersucht hier wieder, ne? Wenn der Mensch auch so tut oder wenn es den Anschein macht, noch anderweitig interessiert zu sein, dann natürlich ist die Person auch eifersüchtig und gekränkt dadurch, ne? Aber ich sage euch, das ist hier irgendwie ein berechnendes Verhalten beziehungsweise ein Verhalten aus Angst. Angst vorm Einstürzen, Angst vor einer Offenbarung, Angst vor Schwäche etc. Das klären wir jetzt auch mal auf, bitte. Die Stärke, der Turm verkehrt, anderweitig interessiert und kindlich. Was ist bei diesem Menschen los? Was ist bei diesem Menschen los? Anker. Was ist bei diesem Menschen los hier? Oh, und der Baum. Ja, das ist eine starke Festigung. Beziehungsweise steht auch dafür, dass man wirklich sehr lange standhaft ist, sehr lange auf dieser stabilen Art und Weise agiert, ne? Stabil zu sein, stark zu sein. Also der Mensch hat hier wirklich sehr viel Ausdauer, was das betrifft, ne? Die ganze Zeit in dieser Stärke zu bleiben, sich stark zu zeigen etc. Es kann natürlich auch sein, dass dieser Mensch durch den Beruf die Stärke auch so ein bisschen rausspielen lässt, ne? Das, was der Mensch beruflich macht, ne, da kann man auch so ein bisschen seine Stärke raushängen lassen, je nachdem, was das auch ist. So wie zum Beispiel im Beruf ist dieser Mensch wirklich sehr standhaft, stark und sicher, selbstsicher. Ne? Da gibt man das Ganze auch preis und das kann man dann auch so wiedergeben natürlich. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwie beruflich beziehungsweise nicht miteinander zu tun, sondern kennt diesen Mensch auf berufliche Art und Weise, durch den Beruf, sowas kann das natürlich auch sein, wenn das jetzt ein neuer Mensch ist, ne? Aber eigentlich geht es diesen Menschen auch darum, etwas wirklich stabil und sicher zu machen und das Ganze auch wachsen zu lassen. Hier zeigt sich sehr viel Stabilität bezüglich des Wohlbefindens auf das Innere. Die Psyche kommt mir hier durch, die Psyche einfach, ne? Das ist so eine psychische Sache, so ein Gedanke, so von wegen, ich muss stark sein, ich muss die Stärke raushängen lassen, ich muss die Stärke zeigen, ne? Weil das wäre was, wenn man seine Schwäche mal zeigen könnte, ne? Oder etwas einstürzt, etwas offenbart, etwas zeigt. So, was haben wir da? 40. Ja, der Hafen, ne? Was ich eben schon gesagt habe mit der psychischen Art und Weise, mit der Psyche, der sichere Hafen. Sich sicher fühlen. Das ist auch das neue Ufer, ne? Das neue Ufer, was man betritt. Ein ganz neues Ufer. Hier ist tatsächlich noch sehr viel Angst. Die Angst verbirgt sich hinter der Stärke, Schütze. Ja, hier möchte jemand auch in seinem sicheren Hafen erstmal stecken bleiben. Man muss sich hier einfach hundertprozentig sicher sein und sicher fühlen. Vom Gefühl her, emotional, ne? Und überhaupt. Sich sicher fühlen. Hundertprozentig sicher sein, weil die Person kann das, glaube ich, auch nicht verknusen, wenn man einen Rückschlag erfährt. Ne? Abgewiesen zu werden oder so. Die Angst ist ganz stark. Schütze, gucken wir mal, was euch verbindet oder was zwischen euch steht. Schütze, was verbindet dich mit diesem Menschen oder was steht zwischen euch? Deinen Seelengefährten herbeirufen, deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen, euch zusammenzubringen. Also man kann ja hoffen, wünschen, beten etc. Aber ganz von alleine passiert dann auch nichts. Ne? Ich meine, man kann dem Universum vertrauen. Man kann sich versuchen zu verbinden. Ne? Ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass der Mensch auf mich zukommt. All sowas, gar kein Thema, aber hier unternimmt keiner wirklich was von euch beiden, ne? Macht dann einen Schritt, sondern das ist einfach hier dieses Hoffen. Dann haben wir hier diese Stärke zeigen, die ganze Zeit gegen ankämpfen, aber eigentlich wünscht man sich jemanden herbei sozusagen, ne? Oh, noch eine weitere Karte dazu, Schütze. Deinen Seelengefährten herbeirufen. Was haben wir denn noch, was euch verbindet oder was zwischen euch steht?
Schütze. Ja, die soll es sein. Na, Wunschvorstellung. Ja, ich sage ja wünschen, wünschen, hoffen. Die Wunschvorstellung, ne? Einer oder ihr beide habt da einfach eine Wunschvorstellung, einen tiefen Wunsch, den man gerne erfüllt bekommen möchte, aber keiner ist irgendwie in der Lage, etwas dazu beizutragen. Ne, und hier haben wir auch die Störche, die ja für eine Veränderung steht. Jemand muss sich da verändern, jemand muss sich da flexibel zeigen, ne? Den Schritt erstmal machen, eine Veränderung herbeiführen, eine Umwandlung. So, noch eine Karte dazu, bitte. Deinen Seelengefährten herbeirufen, Wunschvorstellung, Schütze. Was ist hier zwischen euch? Was verbindet euch? Was ist zwischen euch? Ja, Kommunikation, ne? Aussendung. Sende das Richtige aus. Es geht darum, etwas zu kommunizieren, etwas zu sagen, etwas mitzuteilen, das, was man fühlt, das, was man denkt. Aussendungen auch anhand von Gesten, anhand von Blicken, vielleicht Worten, Kommunikation. So, hier alles oberflächlich. Oberflächlich. Wunsch, aber nichts sagen, nichts zeigen, nichts machen. Ist das immer wieder das Gleiche? Vielleicht geht es auch darum, den Menschen anzuschreiben, zum Beispiel auch. Man wünscht sich ganz stark eine Nachricht oder eine Kommunikation von diesem Menschen, was von diesem Menschen ausgeht, eine Aussendung, eine Zusendung, ne? Dass etwas ausgestrahlt und ausgesendet wird. So, jetzt gucken wir uns aber auch mal die Ausgangslage an, Schütze. Wie sieht denn die Ausgangslage vorerst aus zwischen dir und diesem Menschen? Oh, okay, die 8 der Schwerter verkehrt und die 5 der Kelche. Das ist schon mal ein leicht positiver Schritt, sage ich jetzt mal, ne? Dass jemand versucht, seine Hemmungen langsam fallen zu lassen. Versucht auch hier die Augenbinde abzunehmen, eine klare Sicht zu haben, ne? Einen klaren Fokus zu haben, sich so langsam befreien von negativen Gedanken, von negativen Emotionen, einen Schritt vielleicht auf die andere Person auch zumacht. Aber hier haben wir die 5 der Kelche, die für Traurigkeit steht. Ne? Man hat Angst, dass etwas in den Verlust gehen könnte oder man ist immer noch traurig bezüglich einer Situation, dass sich da einfach nichts tut. Ja, man versucht sich schon so von den Fesseln zu befreien, ne? Aber das alleine reicht wohl auch noch nicht. Nicht? Man muss da einfach mehr agieren. Hier, jemand muss hier wirklich mehr agieren. Oder ihr beide auch. Weil hier, da ist die Traurigkeit immer noch da. Jemand ist immer noch traurig. Ihr seid beide vielleicht sogar auch traurig. Ne? Gefühle, traurige Gefühle. Man kann das überhaupt gar nicht wahrnehmen, was da hinter dir schlummert. Ne? Da sind 2 Kelche, die aufrecht stehen. Das sind Gefühle, die da sind, die noch da sind. Aber es ist einfach zu wenig. Ne? 3 Kelche, die sind komplett ausgekippt, umgefallen, weil das nicht gekommen ist, wie man sich das erhofft oder wünscht. Ne? Die anderen Kelche, die werden einfach nicht gesehen, weil man einfach so traurig darüber ist, dass da nicht viel kommt von diesen Menschen oder gar nichts kommt. Das ist hier wirklich hoffen, beten und wünschen die ganze Zeit. Schütze. Also einer muss den ersten Schritt machen, ne? Sonst passiert auch nichts. Mein lieber Schütze. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und hab einen schönen März, natürlich auch im Liebesbereich. Und bis bald. Tschüss.